Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Block and Load. Heute bin ich allerdings alleine, also beziehungsweise anders angefangen. Ich hatte ja schon mal mit zwei Kollegen aus unserem Netzwerk ein bisschen Block and Load gezockt. Aber das haben wir eingestellt, weil die Folgen einfach zu lange geworden sind und es sich so nicht rentiert hat. Und ich habe mir gedacht, ich fand das Spiel eigentlich ziemlich cool. Warum spielen wir das nicht einfach mal wieder? Und bin halt heute jetzt ein bisschen alleine dabei, aber ich denke, es wird auch so lustig. Die Matches sind nämlich generell kürzer geworden, was sich für mich eigentlich ganz cool entwickelt hat. So ein Match ist jetzt meistens so 10 Minuten bis Viertelstunde lang. Weil früher war es ja so, falls jemand die Folgen geguckt hat, es mussten 3 Punkte zerstört werden. Jetzt gibt es nur noch einen einzigen Punkt, nämlich der Hauptgenerator der Basis zerstört werden. Und das macht die Sache doch einfach ein bisschen ja, schneller, sag ich mal. Und das finde ich persönlich ziemlich angenehm. Also, wenn ihr Lust habt auf Block and Load, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich habe da Lust drauf. Demnächst wird dann auch mal wieder World of Warships und sowas kommen. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Block and Load. Oh, verdammt. Da habe ich gerade jemanden die Idee kaputt gemacht. Da hatte nämlich jemand so Tiki-Statuen hingebastelt in die Ecken von dem Ding. Tiki-Statuen sind eigentlich ganz cool, weil die haben den Vorteil, dass man durch die verlangsamt wird. Ah, okay, das funktioniert hier nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder Moment, kann ich hier so raus? Nee, das geht nicht. Boah, komm schon, jetzt lass mich doch mal raus. So, geht doch. Scheiße, was macht denn der jetzt? Genau, die sind zum Verlangsamen da. Da hat man schon eine ganz gute Verteidigung, wenn man die direkt da hinten hinbaut, wo er sie hingebaut hat. Hier in die Ecken da rechts, dieses grüne Ding, das ist so eine Tiki-Statue. Dadurch wird man verlangsamt, man kann nicht mehr gut zielen. Und man bekommt, glaube ich, sogar noch Schaden. Also, ihr kennt das ja eventuell aus Block and Load. Man muss als erstes eine Bauphase absolvieren. Das heißt, wir bauen unsere Basisverteidigung und das mache ich jetzt gerade auch so ein bisschen. Was macht der denn da? Genau, damit die Gegner einfach nicht mehr so einfach in unsere Basis und so was reinkommen. Und ich mache jetzt quasi hier diese komischen Fallen. Oder beziehungsweise habe ich schon gemacht und jetzt noch so einen Graben da rein. Ich denke, das kann Sinn machen, muss aber nicht unbedingt. Aber damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. So, also wir haben da einen Graben, da einen Graben. Ne, hier haben wir noch keinen Graben. Da soll halt dann einer reinfallen, aber ich möchte hier die zweite Wand nicht wegmachen, die hier. Weil sonst werden die Tiki-Statuen freigelegt. Außerhalb habe ich jetzt noch überhaupt nichts gebaut, aber das kann ich jetzt auch gleich noch machen. Das passt also. So, jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Das ist ein bisschen nervig, weil da komme ich jetzt nicht dran. Die kriege ich nicht kaputt. Ich klatsche hier einfach überall noch die eine oder andere Falle hin. Ich weiß nicht, ob es das bringt, weil die Leute werden sowieso sehen, bevor sie da reinlaufen. Aber wenn hier ordentlich geballert wird und keiner mehr aufpasst, wo er hinläuft, dann könnte das schon klappen. Zumindest stelle ich mir das gerade so vor. Und ich werde jetzt auch nicht gleich sofort in die Schlacht rennen. Ich will noch ein paar Sachen fertig bauen.
Ich habe zwar gesagt, dass ich angreife, also vor jeder Runde muss man quasi seine Rolle angeben. Ich habe gesagt, ich greife an, aber ich will das hier noch schnell fertig machen und eventuell dann noch auch noch was auf die Mauern drauf packen. Da wird schon ordentlich geballert. So. Ich spiele übrigens Astrella. Die ist ganz cool. Die hat ein paar nette Gimmicks. Alter, oh fuck, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Die fangen ja schon an, hier rumzuschießen bei unserer Basis. Die hat ein paar ganz coole Gimmicks. Vor allem die Waffen sind nett. Und der Block 1. Weil mit dem kann man wie so kleine schwarze Löcher bauen. Das ist ziemlich effektiv, das Zeug. So, krass. Und schon wieder habe ich einen getötet. Idiot. Ich glaube, der ist voll in meine Fallen gehüpft. Also in eine ist er reingehüpft. Das hat funktioniert. Und der ist jetzt auch tot. So. Ich sollte mal anfangen anzugreifen, weil ich bin gerade am Verteidigen und das wollte ich eigentlich gar nicht machen. So. Ich beeile mich einfach mal ein bisschen. Wo komme ich da am ehesten rein? Warte mal, ich gehe einfach direkt von unten rein. Ich habe jetzt natürlich nicht die richtige Ausrüstung, um meinen Weg nach hinten zuzubauen. Dafür bräuchte ich halt Steinblöcke, aber das passt schon. Alter, was ist das denn für ein Block? Der war eben ziemlich fest, der Block. Ich versuche mich jetzt mal direkt... Okay, unsere Basis wird angegriffen, aber wir haben genug Verteidiger. Das heißt, wenn ich das gerade Richtige sehe, ist keiner da, um die gegnerische Basis zu verteidigen. Das kommt mir ganz gut. Ich versuche mich jetzt einfach von unten direkt da hoch zu ballern. Dafür nehme ich jetzt meine kleine schwarze Lochbombe, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Achtung, es geht los. Gleich geht's los. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte, glaube ich. Oder doch? Moment. Doch, hat funktioniert. Da ging nämlich jetzt gerade so ein Strahl nach oben. Und hat wie so ein schwarzes Loch erzeugt. Ihr seht, was dann passiert. Das mache ich jetzt hier einfach gerade nochmal. Und verstecke mich aber kurz in meinem Loch. Jetzt noch nachladen. Macht jemand meine Bombe kaputt? Jupp, da macht jemand meine Bombe kaputt. Scheiße, und er hat mich erwischt. Hüstel, Hüstel. Aber ihr seht, er kommt jetzt auch nicht mehr raus aus dem Loch. Penner. Also dieser ganze Schacht, den ihr da gerade gesehen habt, der ist durch meine Bombe entstanden. Das ist schon ziemlich mächtig, diese Waffe. So, gerade musste ich meine Mutter verabschieden. Die geht. Jetzt kann ich laut sein. Und ich probiere es jetzt einfach dieses Mal auf der anderen Seite. Allerdings mache ich mir jetzt mal quasi ein Jump Pad. So. Warte mal, das hier machen wir kurz ein bisschen weg. Ich habe keinen Bock, da dagegen zu fliegen. Und jetzt baue ich hier so Geschwindigkeitsstreifen hin. Damit kann ich nämlich dann eine schöne Strecke überbrücken. So, das sollte lang. Waffe wechseln und go. Whee! So, jetzt versuche ich mich mal hier reinzuschmuggeln. Okay, da ist gerade einer. So, ich gehe jetzt direkt zur gegnerischen Basis. Die wird auch gerade schon angegriffen. Das ist ein bisschen problematisch, wie ich finde. Warte mal, ich mache mal hinter mich ein paar Fallen. Weil, einfach aus dem Grund, die wird jetzt natürlich bewacht werden. So. Ja, ich bin aber schon relativ nah dran.
schätze mal, dass jetzt hier gleich irgendwie ein Graben oder sowas kommt. Ah, nee. Tut's nicht. Wir sind direkt am Fuß. Ich pack jetzt hier nochmal... Ne, Moment. Ich pack jetzt hier nochmal so eine Bombe hin. Die soll aber nach rechts gehen. Ich hoffe, dass die auch dieses Metallzeug kaputt machen kann. Ich verpiss mich jetzt mal ein Stück. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier noch drauf gehe. Sieht aber ganz gut aus. Okay, das hat nicht so ganz geklappt, glaube ich. Na gut, dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Scheiße. Hä? Wie komme ich denn hoch? Versuche ich es mal hier. Oh, jetzt komme ich hier raus. Da hat einer eine Bombe gelegt. So, und jetzt greifen wir schnell die Basis an. Muss gucken, dass mich keiner entdeckt, während ich das tue. Komm schon. Ihr habt keine Chance, ihr Penner. Easy. Perfekt. Erste Folge, erster Sieg. So muss das sein und nicht anders. Und erster Tag Siegbonus und nochmal ein Siegbonus. Und nochmal siegreich, erfolgreich abgeschlossen. Läuft. Und ein neues Level sogar noch freigeschaltet. Stufenaufstieg. Sehr gut. Hab keine Ahnung, was ich jetzt gerade bekommen habe, aber wenn ihr Lust habt... Moment, noch Punkte angucken. Ich habe Zielpunkte, 1180, sehr gut. Ich habe am meisten verdient, ich habe am meisten gebaut. Ja, läuft. Ich bin sehr stolz auf mich. Hier habe ich so, in den zwei Kategorien habe ich sogar einen Gesamtsieg. Sauber. Also, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Block and Load zu schauen, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Das ist heute so ein bisschen so eine Testfolge. Aber mir macht das momentan sehr viel Spaß, deswegen werde ich wahrscheinlich so oder so ein paar Folgen bringen. Aber wenn es euch gefällt, ist das natürlich noch besser. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!